Willkommen an der Hochschule Mittweida in der Außenstelle Roßwein. Die Fakultät der Sozialen Arbeit begrüßt ihre Studierenden des ersten Semesters und stellt sich ihnen vor. In kleinen Gruppen erkunden die neuen Studierenden gemeinsam den Campus. Das Foyer mit einer Informationsecke, dem PC-Pool, die Bibliothek mit Literatur für die Belegarbeiten und Vorträge. Die Immatrikulationsfeier wurde mit einem Musikstück der Studierenden des dritten Semesters eröffnet. Prorektorin für Studium und Qualitätssicherung, Frau Prof. Dr. Häusler-Cepan, Dekanin Frau Prof. Dr. Ehlert und der Bürgermeister der Stadt Roßwein begrüßten die Studenten und Studentinnen zu ihrem Studienbeginn. Ich begrüße Sie sehr herzlich an der Hochschule Mittweida, die auf eine über 140-jährige Tradition zurückblickt und im Mai ihre 145-Jahr feiern. Die Fakultät Soziale Arbeit ist mit ihrem Angebot des berufsbegleitenden Studienmodells richtungweisend für diese Konzepte des lebenslangen Lernens an unserer Hochschule. Der Weg ist das Ziel, so lautet eine bewährte Lebensweisheit. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Auf den Weg, einen akademischen Abschluss zu erwerben. Bis heute sind Sie einen guten Weg gegangen. Ja, wir haben 93 hier angefangen und haben immer parallel berufsbegleitend und Direktstudium ausgebildet. Am Anfang ein Fachhochschuldiplom seit 2007, im Bachelorstudiengang und dann auch einen aufbauenden, wir sagen immer generalistischen Master. Sie werden es schätzen lernen, dass Sie hier kurze Wege haben zu Ihren Professoren, zu Ihrer Bibliothek, zu Ihrer Mensa. Auch die Professoren der verschiedenen Module stellten sich vor. Nach der Veranstaltung verbrachten viele Studierende die Mittagspause in der Mensa. Im Anschluss bildeten sich Fahrgemeinschaften und die Studierenden teilten sich in Gruppen für die Spiele am nächsten Tag ein. Im Rahmen der familienfreundlichen Hochschule wird eine Kinderbetreuung im Haus M angeboten. In einer Umfrage wollten wir wissen, warum sich die Studierenden für die Hochschule in Roßwein entschieden haben. Ich bin der Christoph. Ich habe mich hauptsächlich dafür entschieden, weil ich aus Dresden komme und von mir der Arbeitsweg bis nach Roßwein der kürzeste ist. Ich habe mich natürlich auch informiert über die Hochschule. Es war mir sehr sympathisch, ganz besonders mit Telefongesprächen und dem sächsischen Akzent. Das ja, war mir sehr sympathisch gewesen. Ansonsten lasse ich mich einfach mal überraschen, was auf mich zukommt. Ich habe auf jeden Fall Lust und bin sehr motiviert. Genau. Also ich heiße Wiebke Meyer und ich komme aus Franken. Und ich war halt jetzt ein halbes Jahr in Tansania und war halt das Problem, dass man in Bayern nicht zum Sommersemester anfangen kann.
dann habe ich einfach mal geguckt, welche erstmal halt einfach zum Sommersemester anfangen können. Und war halt nicht hier mit als Erste mit angestanden. Ich habe mir einfach angeschaut und die Homepage war mir einfach sympathisch, alles recht ordentlich und organisiert und so. Und ich habe mich echt leicht zurechtgefunden. Und ja, ich mag es eigentlich sowieso lieber in einer kleinen Stadt zu sein. Und ja, ziemlich die Wunde. Weil ich hier wohne. Weil ich hier angebunden bin. Und weil hier eigentlich immer nette Menschen sind. Ah, ich bin der Sebastian. Ich bin im Moment noch Zeltsoldat und habe mich für Rosswein entschieden, weil ich kurz vor meinem Dienstzeitende stehe und ich in Rosswein durch das Sommersemester am besten die Zeit überbrücken kann, ja, um spielen gehen zu können. Lieber jetzt studieren, als noch ein bisschen Dienst machen. Ja. Ich bin am nächsten dran. Ich habe Frau und Familie zu Hause, also Frau und Kind zu Hause. Rosswein ist am nächsten dran. Und von daher studiere ich jetzt hier. Glücklicherweise. Mein Name ist Maxi. Ich habe vorher eine Ausbildung als Erzieherin gemacht. Habe jetzt ein Jahr gearbeitet und studiere jetzt hier, weil meine Eltern auch hierher gezogen sind. Und ich einfach in Sachsen die sächsische Mentalität sehr schön finde. Mein Name ist Katrin Nauch, ich bin 28 Jahre alt und ich habe mich für die Hochschule entschieden, weil es eine der besten in Sachsen ist. So war der erste Tag auch schon vorbei. Er endete mit vielen neuen Eindrücken und die sogenannten Erstis begaben sich wieder auf den Weg nach Hause.